Sorry, dass so lange nichts kam. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Rücken. Ist auf jeden Fall wieder alles okay. Auf jeden Fall, heute gibt's das Recap und ganz kurz das Ende erklärt zu The Menu. Patreon findet ihr auch meine Review zu dem Film. Also fangen wir gleich an. The Menu fängt damit an, dass wir ein Pärchen namens Tyler und Margit sehen, die auf andere warten, damit sie mit dem Boot nach Hawthorn segeln können, das eine Insel. Die meisten davon sind Prominente, die eingeladen wurden oder selbst Geld dafür bezahlt haben. Auf der Insel werden sie von jemandem empfangen, die auch uns Bescheid gibt, dass jemand anders mit Tyler kommen sollte und bekommen auch eine Rundführung der Empfängerin, die Elsa heißt. Wir wurden auch mit einer Hütte bekannt gemacht, die für später noch wichtig ist. Nach der Rundführung werden die Gäste in das Restaurant gebracht und wurden durch eine dicken Drehtür geführt. Der Essbereich wurde mit der Küche verbunden, damit die Gäste bei der Zubereitung zusehen können. Es wurde vor allem verboten, Fotos zu machen von den Gerichten. Nach 15 Minuten wird der erste Gang angekündigt. Das macht der Maitre, indem er klatscht. Der Maitre bittet auch damit, dass man das Menü, also die Gerichte, nicht essen soll. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Das soll wahrscheinlich was mit Kunst sein. Aber man soll es trotzdem essen. Also, es soll es einfach, wahrscheinlich einfach genießen. Der erste Gang heißt die Insel. Alles, was in diesem Gericht dabei ist, wurde auch von der Insel gesammelt und wurde dekoriert und eine ganze Scheiße. Während alle den Gang essen, wurde uns gezeigt, wer die ganzen Leute sind. Zum Beispiel die Restaurantkritikerin und ihr Kollege, der alles wiederholt, damit er Bestätigung von ihr bekommt. Also ein Arschkriecher. Oder der Schauspieler, der für seine schlechten Filme bekannt ist. Oder auch Tyler und Margit, die sich noch gar nicht so lange kennen. Der zweite Gang ist Brot ohne Brot. Also alle haben seltene Weizensorten bekommen. Und die bemängelt es einfach alle. Also die Kritikerin, die bemängelt, dass einer der Weizensorten irgendwie flüssig geworden ist. Darauf hat die so eine ganze Schüssel voller diesen flüssigen Weizen bekommen. Das zieht sich irgendwie durch diesen ganzen Film lang. Also die hat irgendwann nochmal Mitte oder fast Ende des Films, hat die nochmal so eine ganze Schüssel voller Weizen bekommen, was flüssig ist. Dann erfahren wir noch mehr über die anderen Leuten. Zum Beispiel das eine Trio, die sich darüber aufgeregt haben und etwas normales Brot haben wollten. Und die sich dann aufgespielt haben, wie mit Sätzen, wissen sie eigentlich, wer wir sind. Wir arbeiten mit diesen Typen zusammen und so. Dann gibt es auch noch dieses alte Ehepaar, das sich an dieses Mädchen, also Margit, erinnern. Und diese Frau von diesem Ehepaar sagt auch ständig, dass sie aussieht wie unsere Tochter. Und der Mann sagt dann auch sowas wie, nein, tut sie nicht. Also so einen richtig aufgeregten Ton. Das da müssen wir auch noch merken, mit diesen, sie sieht aus wie unsere Tochter, das müsst ihr auch euch merken. Der dritte Gang ist ein Hähnchenstück mit einer Schere, die daran erinnern soll, dass der Maitre sein Vater eine Schere am Tag und Tag in den Schenkel gerammt hat, weil sein Vater die Mutter erwürgen wollte mit einem Telefonkabel. Auf den Tacos für die Gäste sind Bilder von den Gästen, die nicht erlaubte Dinge getan haben. Bei dem Trio sind zum Beispiel Steuerunterlagen auf den Tacos gedruckt, die beweisen, dass die Firma flinkierte Rechnungen erstellt. Also das sind sowas wie gefälschte Rechnungen. Also damit hinterzieht man Steuern, kann man so sagen. Oder bei Tyler und Margit auf den Tacos sind Bilder von Tyler, die Bilder der Menü, also wie er Bilder von den Menüs macht. Oder bei der Kritikerin sind geschlossene Restaurants, die schließen mussten wegen ihr. Margit gefällt das alles nicht und will das zurückschicken. Tyler gefällt das auch nicht, wie sie damit umgeht mit dem Menü. Denn beschimpft er sie als Göre. Margit gefällt es dann wieder nicht, haut ab auf den Klo, raucht eine. Dann kommt der Maitre in das Frauenklo und möchte Margit zur Stelle reden und fragt sie, warum sie den letzten Gang nicht mochte und fragte sie, wer sie denn wirklich sei, weil sie eigentlich gar nicht dabei sein sollte bei diesem Menü. Also die ist eigentlich gar nicht eingeplant gewesen. Beim dritten Gang, der Wahnsinn heißt, wird ein Laken ausgebreitet, damit der Sous-Chef, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, sich umbringen kann. Also das war auch irgendwie der vierte Gang. Also als Jeremy sich eine Kugel in den Kopf jagt, sind alle schockiert. Also der Einzige, der entspannt ist und weiter ist Tyler. Also der isst einfach den Gang weiter. So als wäre nichts passiert. Als zwei Gäste das Restaurant verlassen wollen, also das Ehepaar, wird ihm gefragt, mit welcher Hand der das alles im Griff hat und dann wird ihm einfach ein Finger abgeschnitten von der Hand. Der Maitre forderte darauf, Margit zu ihm zu kommen und beichtete ihr, dass alles sterben und dass das Teil des Menüs ist und sie sich entscheiden soll, ob sie geben oder nehmen möchte. Sie hatte 15 Minuten Zeit,
sich zu entscheiden. Sie läuft darauf wieder zu Tyler zum Tisch, knallt ihm eine und Tyler beschwert sich, dass seine Küchenrundführung bekommt. Vorgang 5 überlegt sich das Trio und der Schauspieler, wie man hier ausbrechen kann. Einer der Trio-Leute versucht mit einem Stuhl die Scheibe einzuschlagen, bekommt es aber nicht hin, da die Fenster aus Panzerglas bestehen. Im Gang 5 wird Tee serviert. Der Mehrere fragte den Leuten, ob sie was wissen wollen über ihn. Eine der Fragen war, wieso er sowas tut. Er antwortet darauf, dass sie alle hier sind, da sie die Gründe sind, warum es keinen Spaß mehr macht, Koch zu sein. Nach den 15 Minuten musste Margit wieder zu dem Maitre in das Büro. Sie reden darüber, woher sie den alten Mann kennt, also den von dem alten Ehepaar, der den Finger abgeschnitten wurde. Sie sagte, sie war eine Bedürftige, die von ihm engagiert wurde, und er wollte irgendwie von ihr, dass sie sagt, dass du ein guter Vater bist. Er wollte, dass sie die Tochter ist. Deswegen ergibt es jetzt auch Sinn, weil die alte Frau auch dachte, das wäre die Tochter, weil sie genauso aussieht. Nach dem Gespräch gingen alle mit dem Maitre raus, um den sechsten Gang anzukündigen. Es ging wieder um Sex, also der Maitre wollte jemanden aus dem Team angeln, hat es aber nicht geschafft, die Frau zum Angeln. Hat dann 8 Monate nicht mit ihm nicht mehr geredet und jetzt bekommt er eine Schere in Bein gerammt wie sein Vater. Er sagt auch, dass alle Männer jetzt versuchen abzuhauen und sie verstecken dürfen und die Frauen dürfen reingehen, um den sechsten Gang zu genießen. Teller schaut den Frauen noch zu, was sie bekommen, wird aber dann auch gefunden wie die anderen Männer. Bevor der siebte Gang anfängt, wurde Tyler gefragt, warum er hier ist. Er sagte, dass man ihm das beste Menü vorzeigen würde. Ihm wurde auch als einzigster gesagt, dass alle Menschen sterben würden. Der Maitre befohlen ihm, etwas zu kochen. Als er fertig war und der Maitre das Essen bewertete, hat er ihm etwas ins Ohr geflüstert. Er zierte seinen Anzug aus und ging dann ins Büro des Maitre und er hängt sich. Nachdem betete der Maitre Margit, ein Fass zu holen, das in der Räucherhütte steht und eigentlich in der Küche stehen sollte. Das ist genau dieselbe Hütte vom Anfang des Rundgangs. Als Margit das Fass holen ging, ist sie auch in das Haus des Maitre gegangen und trifft auch auf Elsa. Sie versucht, sie zu töten, da sie denkt, dass Margit ihren Platz einnimmt. Als Margit das Messer in die Kehle von Elsa steckte, sagte sie, dass sie von diesem Fass nichts wusste und dass sie nie was davon gesagt hat. Nachdem nahm sie den Schlüssel und öffnete die silberne Tür, die zu einem kleinen Raum gehört. In dem Raum ist die ganze Geschichte von dem Maitre. Es gab Bilder und Zeitungsausschnitte, die zeigen, wie der Maitre angefangen hat. Von Burgerbrater zu einem Chefkoch. Als sie sich noch mehr umschaute, fand sie ein Funkgerät, mit dem man die Polizei rufen konnte. Die Polizei kam auch und hat sich aber als Mitglied der Truppe entpuppt. Als sie herausgefunden hat, wie der Maitre angefangen hat, stand sie auf, klatschte einmal wie der Maitre und verlangte einen Cheeseburger mit Pommes. Als er das hörte, machte er sich an die Arbeit. Margit hat ihm das Gefühl wiedergegeben, warum er Chefkoch werden wollte. Sie konnte ihm dieses eine Gefühl wiedergeben, was er seit Jahren vermisst. Deswegen lächelte er auch in der Szene, wo er den Burger bratet. Deswegen konnte sie auch einfach mit dem Burger abhauen und der Explosion zusehen. Der achte und letzte Gang ist ein Marshmallow-Keks, sozusagen. Mit Schokolade. Alle Gäste wurden mit einem Marshmallow-Anzug verkleidet und mit einem Schokoladenhelm bestückt. Es wurden Butterkekse auf den Boden verteilt und wurden mit einem Stück Kohle angezündet von dem Maitre persönlich. Am Ende verehren die dem Maitre noch, also die sagen sowas wie Danke. Es ist wirklich wie so eine Sekte. So als würde gerade ein Herr von einer Sekte sich gerade umbringen. Und die bedanken sich dafür, weil sie mitsterben dürfen. Also so richtig kranker Scheiß. Und Margit guckt natürlich von außen zu, wie das Restaurant explodiert. Das war's mit dem Recap zu The Menu und die kurze Ende-Erklärung. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Mich würde jetzt auch wirklich gerne interessieren, was euer Lieblingsgang war. Meiner war der dritte Gang mit dem Hähnchen, wo die Schere in diesem Hähnchenstück steckte. Und dann dieses Hähnchenstück auf diesem aufgerollten Kabel, auf diesem Telefonkabel lag. Das sah echt geil aus. Und mit diesen Doritos, Tacos, keine Ahnung, ist alles dasselbe. Wo das dann so drauf gelasert war. Das fand ich am coolsten. Hier findet ihr noch irgendein anderes Video von Wednesday wahrscheinlich. Und auf Patreon findet ihr auch meine Review zu den Filmen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und jetzt bis zum nächsten Mal.